Ich freue mich auf eine sicher sehr schwierige Aufgabe, aber ich übernehme diese Aufgabe sehr gerne. On ovo je za njega izazov, ali on je preuzeo to na sebe, misli da on može to da taj težak posao u ovom momentu da napravi što se traži od njega. Ne, das Ziel ist, dass wir sicher wieder die ersten vorderen Plätze mitspielen wollen. Natürlich, Roter Stern und Partizan sind außer Reichweite, aber andere Clubs, so wie Vojvodina oder Mladá Ost, sind sicher in der Reichweite und wir wollen natürlich diese Saison diese beiden Mannschaften fordern. Ziel ove sezone je da on zna da je Partizan i Zvezda, da su, da kažem, u nekom drugom planu, u drugom redu, da su, da kažem, iznad Radničkog malo više, ali on misli da možemo biti ispred svih ostalih klubova koji se takmiče u Superligi, znači da budemo tu u samom vrhu, da i ove godine igramo neku zapaženu ulogu. Ich habe das Spiel gesehen, Vojvodina gegen Niš. On je gledao utakmicu Vojvodine Radnički Niš u Novom Sadu 0-0. Wobei mir da doch einige Spieler von Niš aufgefallen sind, positiv aufgefallen. Gdje su mu se par igrača iz Radničkog dopala, kažem. Aber wie der Kader in der Zukunft aussehen wird, wird man in den nächsten Wochen, Monaten erst schauen. Ali ekipu će znati tek u narednih nedelju dve, kako će to da izgleda. Und durch meine Arbeit jetzt in Slowenien und auch in Kroatien konnte ich ein bisschen diese Mentalität kennenlernen, aber für mich ist nicht entscheidend diese Mentalität vom Land selber, sondern was die Spieler für eine Mentalität mitbringen. On je, da kažem, radio i u Sloveniji i u Hrvatskoj i upoznao je mentalitet, ali njemu nije važan mentalitet naroda, već ekipe koju posjeduje. Durch das, dass ich schon ein bisschen älterer Spieler bin oder Mensch bin, kenne ich natürlich Radnički Niš schon von meiner Vergangenheit als junger Spieler. Pošto već, da kažem, u godinama već Radnički poznaje već dugo, on je pratio, mislim, zna da je Radnički igru u Evropi i tako dalje. Radnički war auch zu unserer Zeit, also wo ich Spieler war, in Jugoslavien sehr bekannt, also in Europa sehr bekannt. Njegovo vreme Radnički je vrlo bio poznat u... Ein absoluter Traditionsverein. Klub sa tradicijom iz Jugoslavije. Und natürlich diese Herausforderung, diesen Verein weiter zu entwickeln. I bila mu je želja da klub, da kažem, bajde da iznutra da upozna. Nicht nur sportlich, sondern es gibt viele Dinge, ich habe das auch jetzt gesehen in Kroatien, wo man sicher sehr viel weiterentwickeln kann, wenn man dazu bereit ist. Nicht nur sportliche Motive, sondern auch andere Dinge, die man denkt, dass man sich verändern kann. Es ist nur immer die Frage, wie schnell wird was aufgenommen und wer will was aufnehmen? Samo pitanje, koliko brzo će te promjene da prihvati ekipa i da kažem majde klub, što je on zamisli? Wenn ich immer höre, das ist Mentalität von Kroatien oder das ist Mentalität von Serbien, dann muss man sagen, wenn man sich weiterentwickeln will, muss man ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen. On kaže, stalno čuje mentalitet u Hrvatski, mentalitet srpski, ali on kaže da malo mora da pogledamo dalje od svog tanjira, znači da idemo naprijed. Ich denke, ich bringe sehr viel
Erfahrung aus In- und Ausland mit. Ich war Spieler im In- und Ausland, also in Deutschland, Österreich. Und misli da može dosta, kažem, da doprinese ono što, da kažem, ono što je on imao kao igrač i kao trener iz Austrije i pošto je bio i trener i u Njemačkoj, da može to da kažem taj mentalitet da doprinese i ovdje, da što kažem da ga donese. Es wird nicht alles von heute auf morgen funktionieren, aber ich werde doch versuchen, oder ich will doch versuchen, etwas Neues hereinzubringen. Ne može, on zna da to ne može od danas do sutra se promeni, ali zna sigurno ako u jednom vremenu da će to biti sve kako treba. Ich hoffe, der Verein, ich hoffe, die Spieler nehmen das schnell auf. On se nada da će i klub i igrači da to što brže da usvoje. Ich weiß aber auch, dass es oft ein steiniger Weg ist, dass nicht alles am Anfang funktionieren wird. On zna da na početku ne može sve idealno da funkcionira, ali se nada da može da to bude sve kako treba na kraju. Müssen wir die nächste Woche sehr viel arbeiten. Sportdirektor, Sekretär, Trainer müssen sehr viel jetzt arbeiten. U sledeće nedelje mnogo da radimo, počeo od sportskog direktora i nas da napravimo ekipu koju nam je potrebno. Wichtig ist, dass ich mir den jetzigen Kader erst einmal anschaue. Also bei mir bekommt jeder eine ganz faire Chance. Prvo mi sad najbitnije da sada postojeći kader da pogleda, da vidi koji su igrači to. Jene Spieler, die hier bleiben wollen, werden auch ihre Chance bekommen. On ima pitanje za igrače koji žele da ostanu ovdje. Mora prvo se izjasniti da li žele da ostanu ovdje, da li žele da igraju, pa sve ostalo. Znači, onaj koji ne želi ovaj... Neue Trainer, neue Chance für Spieler. Und das Rest. Neue Trainer, neue Chance für Spieler. Und danach wird man natürlich schauen, wir werden sicher Spieler einladen zu Probetraining, wir werden sie sicher Spieler anschauen. Wir werden aber sicher keine Spieler verpflichten, wo wir nicht überzeugt sind, dass uns die weiterhelfen. Sigurno će dolaziti igrači na probu i nećemo ni jednog igrača da preuzmemo, da uzmemo dok ne pogledamo. Znači neće doći ni jedan igrač dok ne prođe, da kažemo, neko vreme sa nama.